Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, nach der letzten Videoantwort für den lieben Alexander Müller hat mich die ein oder andere Anfrage erreicht mit der Bitte, meine vorgestellte, also in der Videoantwort vorgestellte Tasche doch noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Ja, und dem möchte ich heute sehr, sehr gerne nachkommen. Bei der Tasche, die ich hier fürs Geocaching bzw. für meine EDC-Ausrüstung verwende, handelt es sich um ein recht preiswertes Modell, und zwar von der Firma MFH. Die Tasche selbst stammt aus einem Geocaching-Shop, im Webshop, und zwar unter geocoinshop.de wurde die damals bestellt. Und die Tasche selbst, hier oben seht ihr es, nennt sich Shoulderbag Molle in der Farbe, in diesem Fall OD Green. Ja, liegt ungefähr bei 20 Euro. Ich verwende diese Tasche speziell zum Geocaching. Dann schauen wir uns das Ding nochmal ein bisschen genauer an. Ja, prinzipiell an den Seiten, also an der linken Seite und auch an der rechten Seite, plus an der Front haben wir jeweils Molleschlaufen. Also hier können wir entsprechendes Equipment mit einem Mollesystem befestigen. Ich habe zum Beispiel hier so eine kleine Tasche von Tatonka, die ich verwende, um mein GPS-Gerät zum Geocaching hier an meiner Tasche vorne zu befestigen. Das funktioniert sehr gut, hält auch wirklich fest mit diesem Molle-System hier. Von daher, ja, war das oder ist das so mein Mittel der Wahl. Okay, schauen wir mal rein. Hier vorne auf der Frontseite haben wir eine kleine Tasche. Da habe ich so Kleinigkeiten drin, mal einen Bleistift, Kugelschreiber und Kleinigkeiten, die man so zum Geocaching benötigt. Dahinter eine etwas größere Tasche, die sich auch ein bisschen weiter öffnen lässt. Wieder mit, hier sehen wir ja so eine Art gummierte Schlaufen drin. Das ist recht gut. Da kann man zum Beispiel eine kleine Taschenlampe reinstecken oder einfach mal so ein Multitool reinstecken. Dann behält das seinen Platz an der Stelle. Hier oben ein kleiner Haken, der fest mit der Tasche verbunden ist, den man zum Beispiel verwenden kann, um einen Schlüssel daran zu fixieren, ohne dass er in der Tasche rumfliegt und Dinge dieser Art. Ja, dann haben wir hier auf der inneren Seite noch ein kleines Einsteckfach, um Kleinigkeiten zu verstauen, mal einen Block, vielleicht ein bisschen Kleingeld und ja, sowas in der Richtung. Prinzipiell hier auf der Außenseite haben wir die Möglichkeit, mit einem kleinen Gummizug, hier oben seht ihr den, mit einem kleinen Gummizug auch Dinge zu befestigen. Dahinter ist ein Klettverschluss, das heißt, da könnt ihr ja so Patches, so Gummipatches mit einem Klett auf der Rückseite auch an dieser Tasche hier außen anbringen. Dann das große Fach, also das Hauptfach, lässt sich leider nicht so extrem weit öffnen, wie man hier sieht. Das ist ein kleines bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, aber absolut ausreichend. Ja. Also hier auf der Vorderseite nochmal ein kleines abgetrenntes Fach, um Dinge reinzustecken. Hier dann das eigentliche große Hauptfach. Wie ihr seht, da unten ist ein Loch drin. Also falls da ein bisschen Wasser reinläuft, läuft das hier auch durch die Tasche wieder ab. Beziehungsweise ja, einfach ein bisschen was zur Belüftung. Dann hier oben wieder ein großer Gummistrap, der den hinteren, die kleine hintere Tasche hier einfach fixiert und festhält. Ist auch recht solide gelöst, für 20 Euro auf jeden Fall recht solide gelöst. Und dann schauen wir uns mal an, wie man die Tasche tragen kann. Die Tasche ist hauptsächlich dafür vorgesehen, sie quer über den Rücken zu tragen. Ja, dafür gibt es hier oben die Möglichkeit, dieses kleine Teil auszuklappen. Da wird dann der Gurt eingesteckt. Ja, und damit es schräg auf dem Rücken getragen werden kann, ist auf der anderen Seite des Gurtes hier so ein kleiner Karabinerhaken, der dann entweder rechts oder links an diesen Schlaufen hier, beziehungsweise an diesen Ösen hier, festgezurrt wird. Ja, und dann hängt die Tasche im Prinzip einmal hinten schräg über den Rücken. Das ist die eine Möglichkeit, diese Tasche zu tragen. Ich persönlich habe festgestellt, dass die Tasche auf dem Rücken leicht nach vorne rutscht, das heißt einen relativ unsicheren Halt hat, gefällt mir nicht ganz so extrem gut. Man kann zusätzlich hier unten mit diesem Klettverschluss die Tasche auch noch mal hinten am Gürtel fixieren, damit sie nicht weiter rumrutschen kann. Ja, wenn man eine Jacke anhat, die über den Gürtel drüber hängt, ist das nicht wirklich verwendbar. Das heißt, hier muss man sicherlich ein bisschen was an Kompromiss eingehen.
Ich nutze die Tasche meistens, indem ich diesen Gurt einfach komplett abnehme. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Teil hier hinten reinzustecken und dann einfach mit einem Druckknopf hier zu verschließen, sprich diesen Gurt, den man verwendet, um ihn auf der Rückseite zu tragen, verschwinden zu lassen. Ja, und dann habt ihr eine ganz normale kleine Tasche, die ihr hier an einem Händel auch schön anheben könnt. Und hier oben die Möglichkeit, und das ist wirklich schön gelöst, also ihr habt wunderbar sehr viele Ösen hier an der Tasche dran, hier oben mehrere an der Seite. Ganz einfach mit einem normalen Taschentragegurt oder mit einem schönen geflochtenen Paracord oder irgendwas in der Richtung hier oben zweimal durchzuführen und die Tasche ganz normal umzuhängen, wie jede Umhängetasche auch. Das heißt, durch diese vielen Ösen und Schlaufen ein multifunktional einsetzbares Werkzeug, eine multifunktional einsetzbare Tasche, die vorgesehen ist für das quere Tragen hinten über dem Rücken mit diesen Straps hier, also mit diesem Gurt hier, aber durch die vielen verschiedenen Ösen auch wunderbar genutzt werden kann, um sie seitlich wie eine ganz normale Tasche zu tragen. Okay, ja, der Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox bezüglich der Bezugsquelle, geocoinshop.de, da habe ich sie gekauft. Soweit ich weiß, wird diese Tasche in UK hergestellt. Von den Maßen her, die Tasche ist von der längeren Seite her 28 cm hoch, dann mal 14 cm beziehungsweise mal 21 cm. Ja, die Tasche selbst besteht aus Polyester. Ist also ja, wasserabweisend, nicht wirklich wasserdicht, aber wasserabweisend und meines Wissens nach nur verfügbar in der Farbe Oliv. Das heißt, eine andere Farbe für diese Tasche gibt es nicht. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder auf meinem Kanal. Bis dann!